ist mehr als eine Tonne Müll zusammengekommen. Aufstieg in Liga 2, das ist nach wie vor das Saisonziel für Hansa Rostock. Aber dieses Ziel haben natürlich auch viele andere Mannschaften. Und dann muss man natürlich gegen ein paar dieser direkten Konkurrenten, wie Bayer Uerdingen zum Beispiel, punkten. Das sind die sogenannten Big Points. Und die darf ein Aufstieger möglichst nicht liegen lassen. Fast kann es Sebio Soku selbst nicht glauben. Ein Nachmittag mit so vielen Höhen und Tiefen gleichermaßen. Da sind die Höhen, wie sein Tor zum Ausgleich, das so viel Kräfte freizusetzen vermag. Und dann die Tiefschläge. Hundertprozentige Chancen, die einfach kein Tor werden. Muss ich mir auch an die eigene Nase packen. Also wenn man so viele klare Chancen hat und da nur ein Tor rausmacht, das ist schon sehr schlecht. Mit der Konsequenz, dass Hansa von den Aufstiegsrängen schon 8 Punkte entfernt ist. Wir müssen schon selbstkritisch mit der Situation umgehen. Also ich bin auch mit der Situation nicht zufrieden, vor allem von Punktzahl her. Die Leistung ist okay, aber die Punkte sind zu wenig. Die Chancenverwertung, sie ist das Manko von Beginn an gegen den Aufsteiger aus Westfalen. Fast immer ist heute Sebio Soku die tragische Figur. Der Torjäger hadert mit sich, aber auch dem schwierigen Geläuf. Uerdingen spielt gut und in der 27. Minute sogar Traumfußball, um in Führung zu gehen. Nichts zu machen für Hansa-Torwart Gelios in dieser Szene. Wichtig wird Gelios jedoch kurz vor der Halbzeit. Da verhindert er das 0:2. Es ist eine seiner besten Paraden in dieser Saison und für seine Vorderleute ein Hallo-Wachzeichen. Denn unmittelbar danach reagieren die Rostocker. Soku brillant im Zweikampf und dann voller Selbstbewusstsein allein zum 1:1. 1.100 mitgereiste Fans stehen vor einer spannenden zweiten Halbzeit. Dort zeigt Uerdingen erneut seine Qualität bei langen Bällen. Rankovic rutscht weg und dann freie Bahn zum 2:1 für den Gastgeber. Der KFC im Aufwind und Hansa hat weitere hochkarätige Möglichkeiten durch Soku. Aber wie diese Geschichte ausgeht, ist schon bekannt. Ich denke eigentlich nicht nach, wenn ich aufs Tor laufe und irgendwas mache. Heute ist leider von 4-mal, 3-mal in die Hose gegangen. So. Und das ist im Endeffekt der Grund, warum wir verloren haben. Ein Tor für Soku, aber viel mehr bleiben heute die in Erinnerung, die er nicht geschossen hat.